Hey Leute und willkommen zurück zu Python Pillow, Bildbearbeitung in Python. So, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen noch mehr Bilder bearbeiten und zwar mit Filtern und mit Image Ops. Filter sind ziemlich coole Sachen, die sind nämlich für euch schon vorbereitet und ihr braucht im Prinzip nicht mehr viel machen. Allerdings brauchen wir logischerweise dann hier oben Image Filter und nicht mehr Image Enhance. Okay, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir sagen ganz easy im. Und jetzt könnte ich hier einfach den Filter drauf schmeißen mit der Filterfunktion. So, und ja, jetzt könnt ihr euch hier einen Filter aussuchen. Hier gibt es massig Filter, Imagefilter. Und dann schauen wir hier einfach mal, wir können blurren, wir können Gaussian Blur benutzen. Wir können die Kanten verstärken, wir können überhaupt mal die Kanten finden, wir können, keine Ahnung, Kernel benutzen. Wir können das Ganze schärfer machen oder smoother. Oder sowas in der Art. Also ich werde jetzt hier einfach mal den Gaussian Blur benutzen. Und das passt soweit. Gut. So, wenn wir das jetzt laufen lassen hier, dann müssen wir hier unten erst noch das Enhance rausschmeißen. Denn der Gaussian Blur hier, der hat für euch schon einen vorgefertigten Radius. Und da unten darf man dann keinen Parameter mehr angeben. So, schauen wir uns mal an, was dabei passiert ist. Wir haben hier zum Vergleich, das ist das Original. Wir haben hier einfach so ein bisschen alles wuschig gemacht und so. Ja. Okay, so kann man mit Imagefiltern arbeiten. Probiert euch da einfach mal durch, was euch so passt. Ich werde jetzt hier nicht alle vorstellen. Ich nehme an, das würde euch megamäßig langweilen. Deswegen gehe ich auch direkt auf die nächste Klasse ein oder das nächste Modul, das ich hier zeigen möchte, nämlich ImageOps. ImageOps sind auch ziemlich geil. Und ja, ImageOps könnt ihr anders benutzen. Und zwar zum Beispiel über das Paket selber, ImageOps. Und jetzt kann man hier sich auch schon wieder den Gaussian Blur benutzen. Allerdings funktioniert der nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Zum Beispiel könnt ihr hier ein Graustufenbild machen. Schaut euch einfach mal die Funktionen durch. Die sind ziemlich aussagekräftig. Man kann auch Solarize benutzen. Ich fand das irgendwie interessant. Nehmen wir einfach mal Solarize und schauen uns an, was da so passiert. Allerdings muss jetzt hier irgendwo noch das Image rein. Also wir haben das Bild ja noch nirgends. Und deswegen sagen wir hier direkt Image, im heißt unser Bild und der Threshold, der hier auch noch verlangt wird, wir können hier einfach mal direkt über die Funktion drüber fahren und uns angucken, was die braucht. Übrigens Steuerung drücken, dann kommt dieses Fenster, wir brauchen hier noch einen Threshold, der ist standardmäßig auf 128. Alle Pixel, die über diesem Graustufenlevel sind, die werden invertiert. Das ist Solarize, ja, ich werde das jetzt einfach mal so lassen. Die werden sich wahrscheinlich was bei dem Schwellwert gedacht haben, warum auch nicht. Ich kenne mich mit Bildern jetzt nicht so megamäßig aus. Und das ging schnell. So, und so sieht das Ganze aus. Ja, ihr könnt natürlich auch hier Graustufe benutzen und so weiter und so fort. Also alles möglich und das alles mit nur zwei Paketen, nämlich ImageFilter und ImageOps. Achtung natürlich, manchmal haben wir hier noch mehrere Parameter, also ihr müsst da immer gucken, was für Parameter habe ich denn gerade so. Und wir können hier mal zum Beispiel die Funktion, wo ist sie denn? Da haben wir sie. Posterize braucht noch einen weiteren Parameter, nämlich die Anzahl an Farben, die wir am Ende noch behalten wollen für jeden Channel. Und da sagen wir jetzt einfach mal, also die Zahl muss zwischen 1 und 8 liegen. Ich sage jetzt hier einfach mal 2 pro Channel. Mal gucken, wie das Ganze danach aussieht. Wahrscheinlich nicht mehr so arg anders. Hat doch ein bisschen. Sieht aber vor allem cool aus, wenn man jetzt hier halt ein richtiges Bild hat. Also nicht sowas wie ich jetzt hier. Da sind eh nicht so viele Farben drin. Deswegen merkt man es nicht so arg. Spielt einfach mal ein bisschen mit euren Bildern rum. Und ja, in dem Fall hoffe ich, es hat euch schon wieder gefallen. Und wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.